Grievous, Anakin und Yoda fetzen sich gerade hier heftig. Hab Anakin. So, moin. Welcome back, liebe Menschen und Menschinnen, zur neuen Folge von Star Wars Frettlebond. Toll. Was? Star Wars Frettlebond 12. Ja, ja, Star Wars Frettlebond 12 natürlich. Und, ja, du bist erstmal gemutet. So, wunderbar, jetzt können wir reden. Korbmission. Die Korbmission, man kennt sie. Ich würde sagen, wir starten mal ganz lecker mit der Galaktischen Republik. Warte, ich gehe noch kurz auf 30 FPS Aufnahme. Ja. Battlefront erscheint mir so leise irgendwie. Ja, ich mache meine Grafik, glaube ich, mal auf Ultra. Optionen. Video. Ah, ich habe schon alles. Ich hatte schon alles auf. Nein, ich habe mir. Ach. Ich starte als Spezialist auf jeden Fall. Option. Video. So, Leute. Falls es laggt, liegt daran, dass ich gerade auf maximaler Grafikeinstellung spiele. Und zusätzlich. Naja, fast maximal. Das habe ich halt aus, weil das mache ich einfach nicht vom Dings her. Aber maximal Grafikeinstellung und mit 60 FPS Aufnahme, das frisst halt ein wenig an Leistung. Übrigens, falls Marvin noch ein paar Clips von hier reinstellt, ich nehme nur in 30 FPS auf, weil sonst ist der die CPU irgendwie überlastet und dann das ist nicht so nice. Ja, komm, also jetzt ein Laptop, der ist ein bisschen besser als mein alter, so zum Vergleich. Mhm. Wobei, jetzt ruckelt es bei mir auch irgendwie. Huch. Kann ich laufen. Ach so, ich weiß warum, ich habe keinen Strom drin. Ha, nice. So, guck mal, jetzt ist Strom. Laufen. Jetzt, Leute, ihr habt einen Unterschied gesehen. Ohne Strom und jetzt mit Strom. Ich kann nicht laufen. Hä? Okay. Ah, ich habe geschossen, Hilfe. Sorry, ich musste Battlefront eben. Ah ja, ich bin offline wahrscheinlich. Bin ich offline, oder? Ja, gut, ich würde sagen, ich. Beende mal kurz die Runde, ne? Mhm. Auf der Reise nach Kamino. Oh, Kamino ist eine sehr coole Map, muss ich sagen. Ich glaube, Kamino ist sogar. Mein. Was? Druiden? Okay, Druiden. Mein Weg. Ah, ich muss dich eben. Warte, wie mute ich dich? Da. Achso, stimmt, ich mich an. Ich müsste dich auch noch muten. So. So, nice. Sonst höre ich nämlich Renox Drolls. Mhm. Oh, da haben wir gestern so gestruggelt, das herauszufinden, ne? Dass wir haben locker 20 Minuten rumgesessen, um zu rausfinden, warum wir immer doppelt hören. Das war ein Krampf. Sonst, wenn Battlefront ein bisschen laut ist, ist es eine Schlacht. Muss bezwungen werden. Mein perfekter Kampfplan ist eine Erfolgsgarantie. Vorwärts. Schon wenn es noch mit zwei Randoms, haben wir auch halt vier Spieler dafür. Okay, gut, B ist mein schon am. Kampfplan basiert auf der Eroberung eines Kommandopostes der Klone aktivieren. Aber Digga, mein Aim ist gerade wieder am Arsch, müssen wir kurz mal wieder einspielen. Bist du hier, Reynolds? Hä? Ah, Moment, da bist du ja. Ich merke keinen Unterschied, weil mein Aim sich teilweise auch einfach nicht mehr verschlechtert. Obwohl, keine Ahnung, in anderen Ja, sind so viele Kronen. Hätte ich noch schlechter. Aim, aber hier habe ich irgendwie ganz gutes Aim teilweise. Tja. Also ich habe jetzt definitiv auch besseres Aim als in CSGO irgendwie. Aber ich komm mit der Sensitivity besser zur Richtung. Das ist irgendwie. Ich kann einfach schneller reacten, schneller hier, schneller da. Weil ich mach mal Motion Blur aus, ne? Oh ja, bitte, also, Digga, wenn ich Clips wieder reinschneide, dann muss Motion Blur aus und das rastet dann so komm raus. Granate liegt hier, Granate ist hier irgendwo oben. Ja, da war's. Ich muss sagen, man kommt mal sehr schnell wieder ins Spiel rein auf jeden Fall, das ist cool. Ich hab jetzt mal Minecraft, dauert ein bisschen länger, bis ich jemand drin bin. Ich bin beschossen, Hilfe! Ah, ich bin low. Ich meine, der Posten verteidigen ist eigentlich voll einfach, weil man hat sehr viel Raum, um die Klone noch zu beschießen zu können. Ich messe die Granate da vorne.
muss alle 2 Sekunden meine Kopfhörer wieder richtig reinmachen. Vielleicht heißt es ein Rookie. Okay, General Grievous ist hier, das ist sehr nice. Nur den Sound wieder anpassen, irgendwie. Ich glaube, der gerade weird. Er kann gerade nicht, aber wir machen gerade kurz so. Boah, ist sehr lecker. Da vorne sieht man schon, es regnet draußen dezent. Oh, hier ist Grievous, moin. Ey, er hat gesagt, er sei von Idioten umgeben, Mann. Ich lenke die Klone ein bisschen ab, ne? Ja, ich bin mit dem Random hier das Ding noch verteidigen, aber es sieht alles ganz super aus gerade. Sieht sehr gut aus. Da vorne sind auch noch Druiden, decken den Tunnel. Den Tunnel bist du, glaube ich. Nee, das ist der andere Tunnel. Das ist der einzige Tunnel, den wir auch decken müssen. Ah, fuck. Ja gut, das waren 5 gegen 1 oder so. Yay. Infiltrator-Druide. Sehr nice. Wen spielst du ab? Der. Hast du durch den Level abgeholt? Verfallen. Bam, ich hab einen Granatet, man im Granatenfeld noch erschossen. Noch ins ein. Herz geschossen habe ich ihn. Haben wir erobert. Wer hat sich den Rebellen angeschlossen? Den Rebellen hat sich niemand angeschlossen, gerade. Hat er nicht gerade gesagt, wenn er irgendwann zu den Rebellen? Okay, ja, oh, ja. Maximale Grafik, 60 FPS. Schmeckt. Ich bin tot, leider. Ich bin zu offensiv verlangen. Gibt's einen Jetpacker? Ich nehme mal Raketendruide, komm. Ich spawn bei dir direkt. Oh, überleg noch ganz kurz, bitte. Männer. Ah, das ist der Jetpacker-Druide. Ich bin gestorben. Weil das Ding ist draußen, ist der halt echt gut. Du hast einfach nie die Sprung herum. Mann, Obi-Wan killt mich die ganze Zeit. Was ist das denn? Ich sehe nichts. Hilfe. Ah. Hä? Ich werde nicht so... Woher, lol? Achso, moin, ich hab den nicht getötet. Ich hab gar nicht gerafft, wenn ich beschossen werde. Das war gerade richtig lost. Ich bin Druidika. Ich glaube, Druidika ist besser hier bei dem Punkt tatsächlich. Um das zu verteidigen. Ja, kann man sagen, eigentlich, ja. Aber die ganzen... Ah. Ah, moin. Okay, den Punkt halten wir. Ich mach mal mein Schild an. Auf wo hat jemand ein Fernglas, womit er sehen kann? Du hast kein Fernglas, ne? Ja. Dann so ein X-Ray-Fernglas, ne? Müssen wir sicher, ich kann aber trotzdem X-Ray. Also mit der Fähigkeit von dem Typen. Ja, das meinte ich. Weil dann guck mal, von wo die Gegner auskommen. Doku post hier gerade. Oh. Die Gegner kommen von da. Ja, wo ist da? Ja, von dem Eingang da. Da kommt eine Menge. Ja, ich bin tot. Ich hab gerade den gesehen. Ist ja da. Ich helfe dir mal. Ja. Aber der Regen, der verwirrt mich immer so, weil ich weiß, weißt du? Oh, Doku hat mich umgeblitzt. Das wäre schön. Nice. Ja, okay, jetzt haben wir Doku und Grievous, aber ganz ehrlich, was wollen wir machen? Hab ich gerade Palpatine gehört? Ah! Chewie bei mir. Hab ihn. Ah, ich bin tot, aber ich hab ihn noch geholt. Komm, wir müssen zur B.
Ja, ich weiß, ich spiel Maul. Warte, aus, kann den Aussehen verändern? Für Meilensteine hält dich ja nicht, so let's go. Konrad, ich spawne direkt nicht bei dir, du. Yo. Ha? Ab zu B, ab zu B, ab zu B. Hab noch einen. Sehr nice. Oh, mit Maul ist richtig gut zu spielen. Ich kann mit dem. Also ich kann die Sonderfähigkeiten voll gut einsetzen gerade. Und Boss haben wir auch noch. Maul, Grievous und Boss einfach. Holy shit. Anakin ist da und Yoda bei mir, Hilfe! Grievous, Anakin und Yoda fetzen sich gerade hier heftig. Hab Anakin. Und Yoda. Sehr nice, wir haben Anakin und Yoda geholt. Und ich hab kaum Schaden bekommen. Oh, let's go, Alter. Ich schmeiß jetzt zwischendurch mein Laserschwert immer rein. Oh, shit. Wie rolle ich da? Lol, kann Maul nicht rollen? Maul kann so sliden. Upsala. Das der Wookie. Ah, wo ist B? Hier ist A. Hä? Wo ist B denn? Sie B nicht. Nicht dumm. Ach, hier ist B, lol. Ha. Oh, shit, den Turm bei mir. Okay, ich halte hier ein bisschen auf. Ich habe halt einen, der wirkt einfach. Das Erwürgen, das macht richtig Spaß. Achso, ja, Moin bei mir steht. Achso, ich habe die Kill-Anzeige auf klassisch gemacht, nicht auf. Achso, deshalb. Ups. Was ist deine längste Kill-Serie? 9, hä? Also, das ist pro Spielstart wahrscheinlich. Also insgesamt ja, 26, ja. Weil er hatte ja gestern 26. Ja, bei mir war es. Ich bin tot, Obi-Wan hat mich gegrillt. Aber egal, ich nehm nochmal Maul. Maul macht richtig Bock. Ich hab grad 12. Ich komm vorhin mit den Sonderfähigkeiten zurecht. Was? Die Zeit ist um. Ja, wir haben hier noch Verlängerung, wenn wir Glück haben. Wenn wir Glück haben. Was? Ich bin schon wieder tot. Cool. Spawn zu mir. Ah, ist grad. Ich kann nicht mit dir spawnen, aber ich bin gleich tot. Oh, Doku hat Obi-Wan. Ich spawn jetzt bei dir. Mit Droidika. Einfach einen nach dem anderen aus. Bin da. Wollt ihr deinen Klon einfach bei uns? Ich sehe nicht durch den scheiß Nebel. Nein, das war so ein Wolf. Nice, Alter. Okay, gut gemacht. Ich roll den hinterher, warte. Das ist mit dem Radmodus so. 16 Kill-Serie, Alter. Jo! Der kann auch sprinten im Radmodus, dann ist der noch schneller. Jo, wer ist er denn? Das sind die Filmgeschwindigkeiten. Das ist jetzt die schwerste, weil da sind jetzt halt so 3 Millionen. Guck mal, Konrad, ich bin hinter dir. Guck mal hier, wie schnell. Oh, warte mal, ich bin zu hoch irgendwie. Ja, ich sehe, ich kenne das. Du musst mal Shift gedrückt halten, ist er noch schneller. Also, der ist doppelt so schnell eigentlich. Naja, nur noch 2,5 Minuten. Es wird ehrenlos. Das ist Yoda.
Hat mich, Judah hat mich wahrscheinlich jetzt. Ja, Judah hat mich zerfetzt einfach. Komplett hops genäht. Ich spawn mal bei dir. Lord. Nimm bitte einen Sith Lord. Ne, ich hab keine Punkte dafür. Oh shit. Yo, BAM! Imagine, Yoda wird so von so einem Darth Maul und dem Commander Droid noch zerfetzt. Was? Ja, Scheide. LOL, und die Scheiße, da war eine Mini. Ich hab die Mini gar nicht gerafft. Ich weiß nicht mal, was ich für Schaden bekommen hab. Weil die Minigun halt so übel viel Schaden reindrückt. Ja, Mann. Jetzt hab ich auch einen Minigun. Wir gehen das jetzt hier taktisch an. Gute Idee. Wo bist du? Okay. Wo bist du? Hier ist ein Geschütz. Aber wir müssen eigentlich den Tunnel hier hauptsächlich decken. Ja, ehrenlos, hä? Ah, oh, shit, also. Mit der sowas von zerfetzt, hat er gar keine Chance. Ah, fuck. Sieht schlecht okay, aus. Okay, doch eine Chance. Das ist halt Yoda. Obwohl Darth Maul lebt noch. Ja, ich guck mal Darth Maul dazu. Ah, oh, Yoda macht schon. Er macht schon Sachen. Was? Ah, fuck. Aber manchmal gespawnt und wurde direkt von Yoda zerfetzt. Okay, Yoda ist stark, merken wir uns einfach, ja? Ja, die Zeit ist um. Schild, verlieren wir. Ja, schade. Ja, egal. Ich überprüfe die Kampftelemetrie und alle überlebenden Einheiten werden verschrottet. Na super. Super. Ja, moin, ich war einfach letzter. Na,